Halb China steckt in einem harten Lockdown. Das heißt jetzt Stillstand, Engpässe, zusätzliche Belastungen jetzt noch für die gesamte Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir aus China neue Wirtschaftsdaten und die sehen so schlecht nicht aus. Mit anderen Worten, welche Gefahr droht uns denn jetzt durch die Lockdowns und können wir als Anleger aus diesen neuen Wirtschaftsdaten jetzt schon Schlüsse ziehen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wie ist es eigentlich wirtschaftlich gesehen in einem harten Lockdown? Wir müssten es ja eigentlich wissen, wir haben auch schon ein paar hinter uns. Ich muss aber schon persönlich im Nachhinein sagen, mich hat damals viel auch überrascht. Also es hat ja am Anfang ja einen großen Schock gegeben letzten Endes. Wir haben alle nicht gewusst, wie uns geschieht erstmal. Und ein paar Sachen waren ja auch wirklich knapp, weil natürlich auch gehortet worden ist. Also in Frankreich ging der Wein aus, in Deutschland Toilettenpapier, in USA Waffen und Munition. Jeder setzt eben so seine Prioritäten. Aber schlussendlich, und das hat mich schon sehr erstaunt, es hat dann am Ende doch so gut wie alles funktioniert. Im Supermarkt, die Regale waren letzten Endes immer voll. Und erst anderthalb Jahre später, da haben wir dann plötzlich gemerkt, dass vieles eigentlich knapp ist irgendwie. Das mit den Halbleitern war noch nachvollziehbar, aber dass wir eigentlich ja auch zu wenig Öl haben oder Kupfer oder andere Industriemetalle. Und sogar die Lebensmittelpreise sind dann nach oben geschossen. Weizen, Soja, Kaffee, das war noch vor dem Ukraine-Krieg. Und jetzt wird es natürlich ganz eng in dem Bereich. Wie Robert Halver von der Baader Bank neulich so schön gesagt hat, jetzt haben wir den Salat, nur leider ohne Sonnenblumenöl. Und dass es aber am Anfang so gut funktioniert hat und dass wir ja auch en masse da beliefert worden sind damals mit Masken, mit Gummihandschuhen und was wir sonst so gebraucht haben dringend, das haben wir auch der Tatsache zu verdanken, dass China sich so schnell erholt hat, dass es den Virus so radikal eingedämmt hat. Da haben eben auch wir dadurch verdammt Glück gehabt damals. Aber China zieht diese Politik, die Null-Covid-Politik, eben immer noch durch. Und inzwischen funktioniert sie nicht mehr so gut und der Schaden ist groß. Ich habe hier Ende Januar schon ein Video dazu gemacht, zu der weltwirtschaftlichen Gefahr, die von dieser Politik ausgeht. Die Eurasia Group damals, die hat die chinesische Covid-Politik bezeichnet als das weltwirtschaftliche Risiko Nummer 1. Das hat sich also damals schon abgezeichnet. Das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg noch. Und jetzt haben wir dadurch erst recht den Salat. Und Salat ist aber noch unser geringstes Problem im Moment. Ganz Shanghai ist seit Wochen in einem brutalen Lockdown. Ein Großraum mit 26 Millionen Einwohnern, eine der wichtigsten Industriestädte der Welt mit dem größten Hafen der Welt auch. Und natürlich auch nicht nur Shanghai, sondern auch andere Städte und Regionen in China. Insgesamt, die Zahlen sind von Nomura, sie sind auch ungefähr eine Woche alt jetzt schon, insgesamt 193 Millionen Menschen, die stehen für 14% der chinesischen Bevölkerung und für 22% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts, die sind im Lockdown. Und das hat natürlich Folgen. Viele sprechen von einem absoluten Horror für die chinesische Wirtschaft und China ist ja auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wir haben ja sowieso schon Verknappung, Inflation, steigende Preise bei einem gleichzeitig auch steigenden Rezessionsrisiko. Der Ukraine-Krieg, der hat das alles nochmal deutlich verschärft. Und jetzt kommen zusätzlich die Lockdowns in China auch noch obendrauf. Apropos China, ganz wichtige Mitteilung jetzt noch. Für China gibt es einen neuen Sheriff in der Stadt, beziehungsweise hier auf YouTube. Das ist mein hochgeschätzter Kollege Erik. Erik Nebe mit seinem brandneuen YouTube-Kanal China to Invest. Jetzt kann man natürlich sagen, der muss ja völlig wahnsinnig sein, dass er jetzt einen Kanal für China-Aktien macht. Also jetzt, wo das Sentiment für China derart schlecht ist und wo ja Unmengen von anderen Kanälen, die vor ein paar Jahren hier noch jeden Tag Alibaba und Xiaomi rauf und runter gemacht haben, wo es die auch schon gar nicht mehr gibt.
Aber erstens, der Erik ist noch jung, der kann sich noch Fehler leisten. Zweitens, unterm antizyklischen Aspekt natürlich, da ist es vielleicht gerade darum ja auch interessant, weil chinesische Aktien so stark gefallen sind und weil das Sentiment gerade auch so schlecht ist. Und drittens, wenn jemand einen China-Kanal, Entschuldigung, wenn jemand einen China-Kanal haben sollte, dann ist es wirklich der Erik. Er hat in China gelebt, er spricht die Sprache, er kennt Land und Leute, er weiß, wovon er redet. Also ein neuer Kanal, den man definitiv kennen sollte, den man definitiv abonnieren sollte. Ein paar Videos sind jetzt auch schon drauf. Und am Wochenende hat er gesagt, da kommt ein neues Video über zwei chinesische Biotech-Aktien. Also sehr interessant, auch das sind auch Dinge, da hört man woanders nicht so viel dazu. China to Invest von und mit Erik Nebel. Also Sie werden es mögen, seine klare, unaufgeregte Art auch. Und er hat einfach auch Ahnung. Aber erstmal ist China im Lockdown ohne den Erik. Der hat sich abgeseilt rechtzeitig nach Thailand. Zum Glück, er ist sowieso schon so mager. Es läuft dann nämlich aus dem Ruder in Shanghai. Da geht der Lockdown jetzt schon seit Wochen. Die Maßnahmen sind sehr, sehr hart. Den Leuten ist zum Teil das Essen ausgegangen. Kranke kriegen nicht immer Hilfe. Und die Einwohner werden anscheinend auch langsam wütend, was man so hört. Also warum hält China überhaupt noch an so einer Politik fest? China hat tatsächlich noch ein Impfproblem, vor allem bei den älteren Leuten. Von denen sind 130 Millionen entweder ungeimpft oder sie haben zumindest weniger als die drei Impfungen, die man haben sollte, wenn man chinesische Impfstoffe hernimmt. Hier eine Grafik aus der Financial Times, speziell die über 80-Jährigen, die haben wir hier ganz rechts. Von denen haben nur 20% den vollen Impfschutz und über 40%, das rote oben, die sind überhaupt noch nicht geimpft. Corona war ja auch kein Thema mehr in China. Und da haben gerade die Älteren natürlich gesagt, warum soll ich die Nebenwirkungen riskieren von so einer Impfung, wenn man das Virus ja sowieso schon eingedämmt hat. Dann ist es für Peking natürlich auch eine Prestigesache. Peking hat sich ja lang damit gefeiert, dass es den Virus eben so konsequent und erfolgreich bekämpft hat und der Westen hat dann nichts auf die Reihe gekriegt, so ungefähr. Und da will man sich jetzt aber natürlich jetzt auch nicht die Blöße geben. Nur der Preis für die Politik, der wird natürlich immer höher. Allerdings, wir haben jetzt Wirtschaftsdaten fürs erste Quartal in China. Das war noch nicht voll betroffen von den Lockdowns, ist klar, aber die ersten Lockdowns hat es auch im ersten Quartal schon gegeben. Und außerdem ja auch die Belastungen durch den Ukraine-Krieg, die Engpässe, die Rohstoffpreise, die hohen, darunter leidet ja auch China. Und daneben hat China auch, wie Sie wissen, ja auch schon vorher Probleme gehabt, zum Beispiel mit der Immobilienmarktkrise, China Evergrande und diese Dinge. Also viele Belastungen. Trotzdem, das chinesische BIP-Wachstum war im ersten Quartal wieder bei 4,8%, deutlich höher auch als erwartet. Und zwar damit vor allem auch höher als im vierten Quartal noch, da waren es nur 4,0%. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also trotz aller Belastungen, das Wachstum ist wieder gestiegen. Jetzt wissen wir aber auch, die Lockdowns sind erst gekommen, hauptsächlich im März. Und was haben wir da für Daten? Wir haben zum Beispiel bei der Industrieproduktion im März auch immer noch ein Wachstum gehabt zum Vorjahr von 5%. Und bei den Exporten haben wir da sogar nochmal einen Anstieg gehabt von 14,7%. Das sind also nicht die Bereiche, wo man sagen könnte, die hätte es jetzt brutal getroffen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei uns in den Lockdowns. Also Industrie- und Güterproduktion, die sind relativ gut zurechtgekommen. Und das chinesische Exportgeschäft, wie gesagt, das brummt ja sogar. Was wir aber auch gehabt haben im März, das war ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 3,5%, womit sich bestätigt, was ich schon sage hier seit Monaten. China hat ein Problem beim Binnenkonsum im Moment, verschärft jetzt natürlich auch durch die Lockdowns und in einzelnen Bereichen auch noch viel härtere Einbrüche. Also zum Beispiel minus 7,5% beim Autoabsatz, minus 13% bei Mode, Textilien und minus 16% in der Gastronomie. Und so Dinge wie Flüge, Inlandsflüge, Auslandsflüge, das ist fast tot. Die Inlandsflüge sind jetzt noch bei einem Fünftel von dem normalen Niveau.
Und das hat zur Folge, dass auch die chinesischen Importe an sich um 0,1% geschrumpft sind im März. Wir haben also starke Exporte, wir haben schwache Importe und die Kluft wird sich noch verstärken. Und das heißt natürlich, alle Unternehmen und Sektoren, die abhängig sind von der Nachfrage aus China, auch die Unternehmen außerhalb von China, für die wird es jetzt schon enger. Ob das jetzt Öl ist oder viele Industriemetalle, wo China jeweils der wichtigste Importeur ist, oder auch so Sachen wie Autos oder Turnschuhe oder sowas. Da haben wir jetzt die berühmte Demand Destruction in China, die Zerstörung der Nachfrage, die wir ja sowieso schon alle fürchten. Aber wie gesagt, es gibt ja vielleicht auch Perspektiven, also klassische Industrie, klassisches Exportgeschäft. Da ist einiges aus China wahrscheinlich doch zu stark unter Druck gekommen jetzt nochmal. Die Lage ist wahrscheinlich da besser als die Stimmung. Es sei denn, wir kriegen jetzt wirklich eine globale Rezession oder sowas. Aber auch dann sind mir die Aktien, wo viel Negatives schon drin ist, auch lieber als die, wo es eben nicht so ist. Und der chinesische Exportsektor, der könnte außerdem jetzt wieder Rückenwind kriegen durch eine fallende chinesische Währung. Ich gehe gleich ran, ich gehe gleich ran. Das ist der US-Dollar zum RMB, der ist die letzten 2 Jahre stark gefallen, weil der Zinsunterschied enorm hoch war. Jetzt steigen aber in den USA die Zinsen wieder stark, in China sinken sie, das hört gar nicht mehr auf. In China sinken sie tendenziell und das kann jetzt aber zu Rückflüssen führen in Dollarraum. Und man sieht hier, dass sich ein steigender Dollar wieder andeutet inzwischen und dadurch im Umkehrschluss ein fallender RMB. Und um chinesische Exportaktien, darum geht es auch in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da stellen wir Ihnen 4 Aktien vor, die davon von so einer Entwicklung vielleicht profitieren könnten. Die Reports von uns sind gratis. Der nächste kommt Anfang nächster Woche. Und wenn Sie die lesen wollen, Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Den Link dafür, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich habe gerade gesagt, die Zinsen in China fallen. Das erwartet man zumindest. Die Notenbank hat den Leitzins letzte Woche jetzt nicht gesenkt, obwohl das in der schwierigen Lage im Moment viele erwartet haben. Der Zins für einjährige Ausleihungen, der ist immer noch bei 3,7%, der fünfjährige bei 4,6%. Und trotzdem hat die chinesische Regierung auch ihr Wachstumsziel von 5,5% für dieses Jahr auch nochmal bekräftigt. Und wenn man sowas sagt in China, dann ist es ja eigentlich fast schon bindend. Und der Grund für das Ganze, das ist wahrscheinlich eben, dass auch in China nimmt man den Inflationsdruck, die Inflationsgefahr schon ernst. Deshalb keine Leitzinssenkung wahrscheinlich. Man will wahrscheinlich erstmal abwarten, wie sich die Lockdowns jetzt auch wirklich auswirken und wie lange sie auch wirklich dauern. Und in Shanghai zum Beispiel, da wird ja jetzt seit ein paar Tagen auch schon wieder gelockert. 12 Millionen Menschen dürfen jetzt auch schon wieder aus der Quarantäne. Und meiner Meinung nach kann Peking das Ganze sowieso nicht durchziehen, bis zum Sankt-Limmerleins-Tag zumindest nicht. Das soll heißen, entweder sie drängen das Virus jetzt wirklich nochmal halbwegs erfolgreich zurück, also auch das ist schon denkbar, oder sie werden die Strategie eben irgendwie anpassen müssen. Und wenn nicht, dann werden sie aber auf jeden Fall wieder massiv reinbuttern in die Wirtschaft mit Stimuli und auch mit Zinssenkungen. Das steht auch schon im Raum. Die ganze Rhetorik im Moment in China, die weist schon stark darauf hin, dass man sich sehr bewusst ist in der Regierung, dass die Konjunkturrisiken gerade stark zunehmen und das wird man nicht riskieren wollen. Was da dann konkret passiert, das ist offen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da was passieren wird in Richtung Strategieanpassung und Stimulusmaßnahmen auch. Also Stichtag würde ich mal sagen, in einem Monat, spätestens in 2 Monaten. Und das kann dann schon auch wieder ein Impuls werden für chinesische Aktien, die schwer angeschlagen sind. Natürlich hier der Hang Seng China Enterprises Index. Dass der Chart die letzten 5 Jahre ist natürlich alles andere als glanzvoll. Und dessen bin ich mir auch völlig bewusst, dass das Wachstumsrisiko auch sehr ernst ist zurzeit in China. Das soll hier ja jetzt auch nicht wieder so ein China-Durchhaltevideo werden. China hat absolut seine Probleme. Die Lockdowns, das sind jetzt noch ein Problem mehr.
Aber die ganze Welt hat natürlich Probleme im Moment und China-Aktien haben eben immerhin den gewissen Vorteil, dass sie schon stark gefallen sind. Und dann, dass die chinesische Wirtschaft eben auch nicht abhängig ist von extrem niedrigen Zinsen. Es gibt also auch nicht diese Zinserhöhungsängste wie im Westen. Und China hat eben auch noch Spielraum tatsächlich für Zinssenkungen. Dagegen bei uns ist das Pulver eben schon verschossen von den Notenbanken. Die Wahrnehmung am Markt von dem Ganzen ist trotzdem immer noch sehr speziell. Also ich erinnere an vorgestern zum Beispiel, da hat es in China diese guten Daten jetzt eben zum ersten Quartal gegeben. Der chinesische Markt ist trotzdem stark gefallen, weil man dann befürchtet hat, jetzt kommen wahrscheinlich weniger Stimuli. Und am gleichen Tag sind aber der DAX und der Dow ordentlich gestiegen, trotz weiter steigender Zinsen. Und trotz einer absolut üblen Konjunkturprognose vom Internationalen Währungsfonds. Vielleicht, weil man irgendwie denkt hier, dass dann wenigstens der Inflationsdruck wieder irgendwie abnehmen könnte, aus dem Markt gehen könnte. Oder aber auch, man denkt vielleicht auch irgendwie einfach, naja, schlimmer kann es sowieso nicht mehr kommen. Nur, das kann natürlich gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg und so sich auch herausstellen als ein gefährlicher Irrtum. Die Lockdowns in China, die sind, würde ich sagen, für die Börsen jetzt nicht die eine große Gefahr. Sie machen es aber natürlich auch nicht einfacher. Sie sind schon eine zusätzliche Belastung jetzt zu dem, was wir sowieso schon haben an Problemen. Und für China-Aktien wird es jetzt erstmal natürlich auch nicht einfach in nächster Zeit. Man kann aber sagen, auch die Lockdowns, so sehr Peking das im Moment noch durchzieht, auch die werden irgendwann mal vorbei sein, zwangsläufig. Und darum ist natürlich theoretisch auch sowas interessant jetzt wie chinesische Konsumaktien, Gastronomieaktien, Touristikaktien, die es zum Teil ja noch ganz anders erwischt hat als den restlichen Markt. Aber das ist natürlich vom Risiko her jetzt auch wieder eine ganz andere Nummer. Man muss da schon auch vorsichtig sein. Wir schauen uns jetzt, wie gesagt, erstmal ein paar Exportaktien an im nächsten Zukunftsmärkte-Report, für den Sie sich eintragen können auf www.zukunfts-märkte.de. Und das nächste Video, das Sie sich jetzt anschauen sollten, das ist eben auf jeden Fall eins von Erik Nebe auf China to Invest, ein Kanal, den Sie wirklich jetzt auch verfolgen sollten und abonnieren sollten und wo Sie sich jetzt schon freuen können auf viele spannende Videos zu China. Das war's, alles Gute Ihnen, entschuldigen Sie bitte das Telefongebimmel, aber ich habe mal gedacht, ich mach's mal wie China mit seiner Covid-Politik. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.